Hallo, hier ist Metzgerman. Ich habe jetzt meine Steuerplatine gebaut, also einen Prototypen davon. Naja, ich sag mal, sie ist jetzt nicht schön, aber sie sollte funktionieren. Ich habe eben gerade schon mal ein bisschen gemessen, ohne die Flipdot-Anzeige dran. Es scheint alles soweit zu funktionieren. Ich erkläre gerade nochmal schnell, wie das ungefähr aufgebaut ist. Hier ist der Eingang für die Spannung und für die serielle Kommunikation. Die wird jetzt erstmal noch nicht gebraucht, aber später dann. Hier haben wir halt einen schönen großen Kondensator für die 24 Volt, einen kleinen für die 5 Volt und hier haben wir den kleinen DC-DC-Wandler, das ist ein kleiner Schaltregler, der halt eben 5 Volt macht aus den 24 Volt für die ganzen ICs hier. Hier haben wir halt den Arduino, ne, die Hauptsteuerung mit dem Programm drauf. Hier sind die zwei Shift-Register und die zwei NPN-Treiber für die High-Side-Switches, die wiederum hier mit dieser wunderbar toll aussehenden Reihe aus PNP-Transistoren geschaltet werden. Das werde ich natürlich in der richtigen Platine dann mit entsprechenden PNP-Arrays machen. Allerdings habe ich davon jetzt auf die Schnelle keine bekommen, also habe ich es halt so gemacht. Und hier haben wir das gleiche nochmal als Low-Side-Switch. Hier ist der Steckverbinder für das Flip-Top-Modul. Der Steckverbinder ist für eine quasi Erweiterung, wie sie in der Frontmatrix vorkommt. Wenn man mehr als 4 von diesen Modulen quasi hintereinander schaltet, dann braucht man das hier. Da geht quasi auch nochmal ein Enable-Signal raus an das letzte Matrix-Modul, da das sonst halt nicht angesteuert werden könnte. Ja, gut, genug geredet. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich es mit dieser Matrix teste. Also wenn was in die Luft fliegt, dann habe ich es wenigstens auf Video, ne? Also, dann schließen wir mal an hier. So, alles klar. So, die Spannung ist hier noch unterbrochen. Ich klemm's nur gerade mal in der Platine an hier. Wer braucht schon Schraubverbindung, wenn man einfach Krokoklemmen dran machen kann, ne? So. Und so. Was passieren sollte, ist, dass er, also dieses Muster ist noch vom letzten Test, das ist jetzt noch nicht mit diesem Ding geschehen. Er sollte jetzt auf der ganzen Anzeige so ein Schachbrettmuster anzeigen, wenn alles funktioniert. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich schließe den Stromkreis und Achtung. Okay. Der hat jetzt nur eine Zeile umgeschaltet, okay. Es wird zumindest nichts heiß, also das ist schon mal nicht so schlimm. Es riecht auch nicht verbrannt. Oh, hier ist es ein bisschen warm geworden. Das ist jetzt natürlich etwas ungewöhnlich. Sollte nicht warm werden. Okay, dann gucke ich mal, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Okay, nächster Versuch. Ich habe jetzt eigentlich nichts geändert. Ich habe die Matrix nochmal mit dem Originalcontroller auf schwarz geschaltet. Und ich hatte mal den Arduino raus. Und die Spannung angelegt und dann wurde dieses IC immer noch warm. Aber jetzt habe ich die Treiberchips alle mal raus und wieder rein. Und jetzt wird nichts mehr warm, also vielleicht war da irgendein Wackelkontakt oder so. Probieren wir es einfach nochmal und halten aber den Finger drauf, damit ich merke, wenn es warm ist. Achtung! Ah, das klang jetzt wiederum nicht so gut. Oje, ich glaube, das hat jetzt sogar diesen Chip kaputt gemacht. Was war denn da jetzt los? Okay, schauen wir mal. Nachdem nun leider wirklich dieser eine Flip-Dot-Steuer-Chip kaputt gegangen ist bei der einen Matrix, habe ich ewig gesucht und ich habe tatsächlich einen Fehler auf meiner Steuerplatine gefunden. Und zwar waren bei einem der Treiber-ICs die Freilaufdioden gegen Masse aus Versehen verbunden. Und das hat dazu geführt, dass es quasi den Effekt hatte, dass als wäre dieser Treiber immer durchgeschaltet. Und ich vermute mal, dass deswegen was falsch gelaufen ist. Ich habe jetzt nochmal einige Messungen durchgeführt und ich denke, jetzt sollte es richtig funktionieren. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier auch noch den Chip kaputt mache. Ich habe mir zwar schon Ersatz bestellt, aber das muss ja trotzdem nicht sein. Außerdem habe ich jetzt mal den großen Kondensator aus der Platine nochmal quasi nicht ausgelötet, aber die Verbindung getrennt, sodass, wenn ich die Spannung wegnehme, auch wirklich die Spannung weg ist und nicht noch ewig hier Strom fließt. Weil ich denke mal, das ist im Schadensfall dann nicht so vorteilhaft. So. Dasselbe wie das letzte Mal. Es sollte jetzt ein Schachbrettmuster anzeigen, wenn ich die Spannung anlege. Ich würde sagen, probieren wir es aus.
Okay, es ist nichts passiert, das ist schon mal nicht so toll. Okay, ich habe jetzt mal dieses Modul ausgebaut und habe dabei festgestellt, dass eine von den Datenleitungen über einen Jumper auf einen anderen Pin gelegt wurde. Jetzt habe ich den Jumper mal umgestellt und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Es konnte eben gar nicht funktionieren, weil diese Daten gar nicht beim Chip ankamen durch diesen Jumper. Jetzt habe ich nur umgestellt, jetzt dürfte es funktionieren. Ich habe den Code jetzt mal etwas geändert. Es sollte jetzt eine gelbe Spalte anzeigen. Schauen wir doch mal, ob es jetzt klappt. Aha! Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und mal fühlen hier, wird auch nichts mehr warm. Das sieht schon besser aus. Dann werde ich jetzt nochmal den Code updaten, dass er das Schachbrettmuster anzeigt. Okay, dann sollten wir jetzt gleich ein Schachbrettmuster auf dieser Anzeige sehen. Achtung! Okay. Es ist mal wieder was durchgebrannt. Diesmal zum Glück nicht dieser Chip. Sondern, was genau? Okay, dann schaue ich mal, was diesmal kaputt ist. Nachdem ich jetzt 4 von den Flip.Treiber-Chips zerschossen habe, habe ich dann, glaube ich, den Fehler gefunden. Der Fehler war, dass ich mit 24 Volt ohne Strombegrenzung versucht habe, teilweise bis zu 16 Flipdots gleichzeitig zu schalten, was dann diesen Chip leicht überfordert hat. Ich habe jetzt die Spannung einfach aus der Originalsteuerplatine genommen, die ist nämlich auf 380 mA begrenzt. Und selbst dann kann ich trotzdem nur maximal 2 Pixel gleichzeitig schalten. Ich weiß nicht, ob das in der Originalsteuerung auch so ist. Ich kann es mir schon vorstellen, dass das halt nur schneller geht als bei mir und man es deswegen nicht merkt. Fakt ist, jetzt habe ich ein funktionierendes Programm und eine funktionierende Hardware. Und jetzt schalte ich es mal an und dann sieht man auch, dass entsprechend alles funktioniert. Ja. Na, immerhin. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz zufrieden jetzt damit, aber okay. Ich kann ja mal schauen, vielleicht überdenke ich die Idee mit den Shift-Registern, wobei... Nee, so viele Outputs habe ich ja gar nicht. Das muss irgendwie, ja. Mal schauen, ob ich das irgendwie noch schneller bekomme. Aber zumindest funktioniert es jetzt erstmal. Und ja, dann schaue ich mal, ob ich das vielleicht gleich mal mit der großen Matrix noch teste. Ich habe jetzt meine Steuerung mal in die Frontanzeige eingebaut und ein kleines Programm geschrieben. Also beziehungsweise das Programm noch ein bisschen erweitert. Sodass es jetzt auch über die serielle Schnittstelle eine Bitmap empfangen kann und die anzeigt. Und ich habe jetzt eigentlich die ganzen Bugs gefixt und jetzt funktioniert das auch, wenn man hier sieht, wenn ich jetzt ein Bild schicke. Ja, als ich bei Lavo angerufen habe, hat er gesagt, nee, also das können sie nicht selbst steuern. Also, ja, wie man sieht, kann ich das. Es ist dann noch ein bisschen langsam mit dem Aktualisieren von links nach rechts. Aber ich werde, glaube ich, noch meinen zweiten Prototyp bauen, der mit Line-Decodern funktioniert, statt mit Shift-Registern. Denn so haben sie es auch im Original gemacht und da wird wahrscheinlich dann halt wirklich nur ein Flip-Dot gleichzeitig immer angesteuert. Und da wäre es halt mit Line-Decodern schneller als mit Shift-Registern. Und deswegen denke ich mal, das wird damit wahrscheinlich noch besser funktionieren. Außerdem habe ich noch einen kleinen Bug, den ich irgendwie jetzt gerade nicht so schnell fixen kann. Und zwar, wenn ich den Arduino von der 5-Volt-Versorgung auf der selbstgebauten Platine versorge, dann sind hier irgendwo so jeweils ein paar Spalten, die einfach nie sich umdrehen. Das heißt, irgendwie, die erscheinen, als wären sie tot. Das hat wohl irgendwas mit der Versorgung zu tun, weil jetzt lasse ich ihn gerade von der USB-Versorgung laufen und da funktioniert alles. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich einfach an meinem kruden Prototyp liegen. Mal schauen, ob es bei dem Line-Decoder-Prototyp dann auch so sein wird. Ja, bin ich mal gespannt.